Wir machen weiter mit dem Anleihecheck und bei mir zu Gast ist jetzt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Herr Metzger, werfen wir zuerst einmal einen Blick auf den Bund Future. Wie schlägt sich der im Moment? Der Bund Future ist ja doch schon die letzten Tage etwas unter Druck geraten und zeigt sich auch heute doch schwächer, was eben daran liegt, dass der Risikoappetit der Investoren etwas gestiegen ist. Das heißt, man wendet sich eben eher Anlagekategorien wie Aktien zu und verkauft etwas den sicheren Hafen deutscher Anleihen, was eben daran liegt, dass man sich Hoffnung macht, dass Spanien bald einen Hilfsantrag stellt. Zudem ist die Berichtssaison der amerikanischen Unternehmen ganz gut angelaufen. Also man sucht wieder etwas mehr die Chance und das Risiko am Markt. Was raten Sie denn momentan den Anlegern? Wie sollte man sich aufstellen? Nun, ich denke, man sollte nach wie vor versuchen, die tiefen Renditen gerade der deutschen Staatsanleihen zu umgehen, indem man eben Unternehmensanleihen einsetzt. Diese Papiere sind nicht mehr ganz billig, aber sie bieten eben immer noch interessante Renditeaufschläge. Man kann sich hier auch ins sogenannte High-Yield-Segment wagen, also ins risikoreichere Segment der etwas schwächeren oder schwächer bewerteten Unternehmen. Hier würde ich allerdings dazu raten, dann entsprechend kurze Laufzeiten zu wählen, um das Risiko auch überschaubar zu halten. In dieser Woche sind ja vor allem die Krisenländer Griechenland und Spanien wieder etwas in den Fokus gerückt. Sollte man jetzt als Anleger in diese Länder investieren oder in Anleihen dieser Länder oder ist es doch zu risikoreich? Entspannung hat hier vor allem die Hoffnung der Investoren gebracht, dass Spanien in naher Zukunft einen Hilfsantrag stellen wird und sich die Situation dann eben nochmals entspannt. Ich würde allerdings davor warnen, dass man zu schnell die Staatsschuldenkrise abhakt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus vielleicht den Höhepunkt der Krise erlebt haben, aber wir werden eben immer wieder Rückschläge sehen und von daher würde ich nur entsprechend risikobereiten Anlegern nach wie vor raten, in die entsprechenden Staatsanleihen zu investieren und auch entsprechend ausgewogen zu investieren mit einem nur geringen Teil des Portfolios, um hier die Klumpenrisiken eben zu vermeiden. Herr Metzger, schauen wir mal ein bisschen weiter voraus. Was steht denn in dieser Woche noch alles Wichtiges auf der Agenda? Vor allem die Berichtssaison der Unternehmen wird die Anleger beschäftigen. Wir haben hier zum Beispiel am Donnerstag Microsoft, Morgan Stanley und Nokia, die unter anderem ihre Quartalszahlen präsentieren. Dann wird sich natürlich der Blick der Marktteilnehmer richten auf den EU-Gipfel, der ebenfalls morgen beginnt. Und zu guter Letzt wird sicherlich auch noch der sogenannte Philadelphia Fed Index aus den USA sehr genau beobachtet werden. Könnten da noch einige Impulse auf uns zukommen. Thomas Metzger, vielen Dank für die Information. Vielen Dank, sehr gerne.